Du fährst ein Wohnmobil für, na sagen wir mal, 50.000, 60.000, 70.000 Euro oder mehr. Und du hast das hier. Dann brauchst du sowas und sowas. Und was du damit machst, das zeige ich dir jetzt. Hallo. Ich bin Frank aus München und mein letztes Video, das hatte so eine Liste von Videos, die ich jetzt demnächst machen will. Und hier kommt heute das erste Video nicht. Es ist mal wieder Zeit für einen Quick-Tipp. Denn ja, ihr wisst vielleicht, ich fahre einen Bürstner Luseo TD 745. Wunderschöne Klappen. Und naja, jeder Hersteller verbaut halt so die Klappen auf seine Art und Weise. Hier im Bürstner haben wir drei Scharniere. Das seht ihr gleich noch beim Close-up. Und wenn man die Klappen schließt, dann muss man hier unten die ranführen und halten, bis sie schließen. Wenn man sie schnappen lässt, wird es laut und auch nicht so schön. Jetzt habe ich beim Aufräumen neulich so Anschlagdämpfer gefunden aus dem Küchenbau. Die zum Nachrüsten, die klebt man so an die Wände von einem Küchenschrank zum Beispiel. Und wenn man eine Tür zuwirft vom Küchenschrank, dann schlägt die gegen den Anschlagdämpfer und zieht sich so langsam rein. Stichwort Soft Close. Es gibt da nur Hersteller, die verbauen entweder diese Art oder es gibt auch Hersteller, die verbauen so eine Art Soft Close Klappen. Da kann ich dann hier ab der Ecke loslassen und dann zieht die automatisch rein. Das heißt, ich kann vorher schon zuwerfen. Das wollte ich auch machen, habe die Anschlagdämpfer hier mal rangeklebt, hat nicht geholfen, die waren zu schwach. Dann habe ich bei Facebook in der Gruppe mal gefragt, hey, sag mal, hat jemand Erfahrungen mit Anschlagdämpfern? Nee, kam nichts Wirkliches bei rum, aber es kam ein Hinweis auf ein Video mit Scharnieren, mit Austausch von Scharnieren. Ich blende euch das mal hier oben kurz ein. Und Sascha hat eine Möglichkeit gefunden, bei seinem Detlefs Wohnwagen, mittlerweile fährt er einen Adria vollintegrierten, bei seinem Detlefs Wohnwagen die Scharniere auszutauschen. Das habe ich mir angeschaut, das Video, habe davon einen Screenshot gemacht von dem Scharnier selber und habe gedacht, boah, sieht das so aus wie bei mir. Bin zu meinem Auto gegangen und habe festgestellt, nee, passt nicht. Also, was machen? Ich habe das fotografiert von der Seite und habe dann einfach eingegeben im Netz, was habe ich eingegeben? Ich glaube, Anschlagdämpfer, Schrankklappen, glaube ich. Und bin bei dem Shop mit dem großen A gelandet, wo ich nicht immer gerne kaufe, weil kennen wir Arbeitsbedingungen, Marktmacht und so weiter, aber manche Sachen kriegst du halt nicht anders. Und siehe da, die haben als erstes ausgeworfen ein Scharnier, das nennt sich Gefong 90 Grad Schrankklappen Scharniere mit hydraulischem Dämpfer für Küche, Wohnmobile, Wohnwagen, Schranktüren, Schrank, Kleiderschrank, Möbeltür, Klappscharnier, 4 Stück. 4 Stück für 15 Euro. Nicht so viel. Und so sehen die Dinge aus. Mal gucken, ob er fokussiert hier. Nein, er bleibt auf meinem Gesicht. Ich zeige euch das mal. So. Aber wir machen noch ein Close-up. Und dachte mir, das sieht eigentlich ganz gut aus. Schaust du mal, ob das passt. Und siehe da, tatsächlich passt das hier für den Bürstner. Ich weiß nicht, ob Bürstner möglicherweise bei anderen Modellen noch andere Scharniere verbaut. Auf jeden Fall hier hat es gepasst. Alles wunderbar. Ich habe dann diese Scharniere bestellt. Und wie man die in welcher Kombination einbaut, das zeige ich euch jetzt. Bei Bürstner sind also zumindest hier in der Luseo-Baureihe 1, 2, 3 Scharniere verbaut. Und tatsächlich ist auch jedes einzelne vonnöten, um diese relativ schwere Schrankklappe gut zu halten. Und jetzt schauen wir uns die mal im Detail an. Ich habe mal eins ausgebaut oder ausgeschraubt und lege die mal nebeneinander. Wir schauen mal kurz hin. Gut, nachdem wir uns die Details angeschaut haben, wenn ich das mal hier hinpacke, die sind absolut identisch. Also von der Lochzahl her, von der Breite und sonst was, das passt also hundertprozentig. Und dann fangen wir an und schrauben einfach los. Das kann man also mit einem normalen Schraubenzieher machen, weil die kleinen Spackschrauben sind relativ schnell rausgedreht. Damit ihr mir jetzt hier nicht beim Schrauben ganz klar zuschauen müsst, spule ich mal vor. So, wir sind bei den letzten beiden Schrauben angekommen und wenn ich jetzt die vorletzte hier rausschraube, dann sieht man gleich, dass schon, warte mal, nee, doch noch nicht, aber mit der letzten sieht man, dass jedes
dieser Scharniere. Jetzt seht ihr, wie sich die Klappe langsam absenkt und mir schon auf die Brille haut hier. So, jetzt haben wir das raus. Fast. So. Das ist jetzt das alte. Unterschied alt-neu, also fast identisch. Jetzt nehme ich das mit dem Dämpfer und baue es wieder ein. Also man sieht schon, die Klappe schwingt deutlich mehr nach mit nur zwei Scharnieren. Das heißt, die halten schon eine ganze Menge. Fangen wir an mit den kleinen Löchern. Es sind jeweils pro Seite mehrere Langlöcher da. Das ist aber sicherlich sinnvoll, wenn ihr mit den vorgefertigten Löchern anfangt und erstmal nur halb reinschraubt, dass das Scharnier erst einmal einen Sitz findet, bevor ihr alle Schrauben einzeln gleich festknallt. So, und die letzte Schraube, die sitzt. Und damit ist eigentlich schon diese Klappe abgehandelt. Schauen wir mal kurz. Ha. Aber damit ihr mehr seht, muss ich jetzt die Kamera kurz verstellen. Und das war's auch schon. Jetzt schaut euch mal den Unterschied an. Also wir haben hier die alte Klappe ohne irgendwas. Also die schwingt sehr leicht auf und knallt schon ganz schön beim Zugehen. Und jetzt haben wir die modifizierte Klappe. Die schwingt nicht ganz so heftig auf und... Also ich muss schon noch nachdrücken. Aber ich kann jetzt, wenn ich die auf habe, die einfach zuwerfen und fertig. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Und bevor ich losfahre, also wenn ich jetzt stehe, kann ich die eh auflassen. Und bevor ich losfahre, mache ich sowieso einen Check, ob alle Klappen und alle Schubladen, alle Schränke zu sind. Allerdings habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ich da vielleicht zwei oder drei Dämpfer reinbaue, dann sind die Dämpfer vielleicht so stark, dass die diese Klappe ranziehen. Und das habe ich gemacht. Ich habe also dann mal testweise... Und das blende ich euch jetzt ein, auf die rechte Seite, auf die Mitte und auf die rechte Seite ein Dämpferscharnier eingebaut. Ja, und am Ende kam plötzlich das raus. Schaut mal hin. Plötzlich hängt die Klappe schief. Kann ich mir nicht erklären. Ich habe es also wirklich versucht, irgendwie rauszufinden, ob der Schließwinkel irgendwie anders ist. Ich habe es nicht verstanden. Auf jeden Fall hat es auch mit dem zweiten Scharnier nichts gebracht. Es hat also die Klappe nicht reingezogen, klar, weil die natürlich auch schief saß. Ich habe dann drauf verzichtet. Ich habe 1, 2, 3, 4 Schränke hier in meinem Auto. Ich habe 4 Scharniere für 15 Euro. Hey, was will ich denn mehr? Kurze Unterbrechung, denn ich habe rausgefunden, woran es liegt. Wenn man sich das mal anschaut, dann ist das gedämpfte Scharnier tatsächlich auf der linken Seite hat einen etwas anderen Winkel. Die breite Seite, also die breite rechte Seite des gedämpften Scharniers weicht tatsächlich im Winkel etwas ab von dem Originalscharnier. Das ist mir beim Filmen und beim ersten Test gar nicht aufgefallen, aber ich glaube, hier liegt die Erklärung. Ist aber akzeptabel. Wenn die Mitte gedämpft ist und der Rest funktioniert, dann soll es mir recht sein. Ich bin immer noch mit Camping unterwegs und wenn ich hier Softclose habe, dann bin ich schon zufrieden genug. Ne? So, das war jetzt die Lösung für meinen Bürstner. Wenn ihr jetzt was anderes fahrt, ihr fahrt einen Adria, ihr fahrt einen Carrado, ihr fahrt einen Sunlight, ihr fahrt einen Sunliving, ihr fahrt einen Detlefs, ihr fahrt einen Carthago, ihr fahrt, keine Ahnung, und ihr habt dasselbe Problem, vielleicht begebt ihr euch mal für euch auf die Suche eben nach diesem Stichwort, was ich da eingegeben habe, und schaut da mal einfach, was bei euch verbaut ist, und vielleicht findet ihr sogar irgendeinen Hinweis. Auf dem Scharnier ist vielleicht ein Hersteller angegeben, vielleicht schreibt ihr euren Wohnmobilhersteller an. Das hat der Sascha wohl damals gemacht, hat dann den Tipp bekommen, da gibt es was mit Dämpfern. Oder ihr geht einfach auf die Suche und findet vielleicht, ja, mit Glück wie bei mir, das war der erste Treffer, ein passendes Scharnier und könnt das auch machen. Oder ihr macht das mit dem Anschlagdämpfer. Pappt irgendwas an die Seite, wo die Klappe gegenhaut. Und wenn ihr schon Erfahrungen habt und vielleicht sogar Ideen, wie man das noch besser machen könnte, dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Genau. Und damit bin ich am Ende, freue mich auf
Zuschauerkommentare, auf eure Reaktionen. Und bald ist das erste Video online. Hier steht schon eine Kaffeemaschine. Ich werde jetzt mal den Wechselrichter testen. Macht's gut. Auf bald. Ciao, servus, der Frank.